13. Oktober, 15.02 Uhr, Anwaltskanzlei Wright & Partner. Schön, dass die Urne wieder da ist, aber Herr Delight sitzt wieder im Gefängnis. Nun, angeblich war Herr Delight im Chefbüro, als der Mord verübt wurde. Vergiss es, das kaufe ich denen nicht ab. Aber derjenige, der bewiesen hat, dass Herr Delight dort gewesen ist, das war doch Herr Nick. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Sieht so aus, als hättest du deinen Job dieses Mal zu gründlich gemacht, Nick. Nun, wie wär's, wenn wir uns mal mit dem Mord bei KB Security befassen? Ich glaube, ich gehe zurück nach Korain, wenn ich darf. Zumindest für eine Weile. Sicher, aber warum denn? Ich werde die heilige Urne zurückbringen und sie mal untersuchen lassen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich denke, ich werde dich begleiten. Nein, Mrs. Amaya, du solltest hier bleiben. Ich möchte, dass ihr zu zweit eine tolle Zeit voller Liebe und Glück verbringt. Pearls hat vor lauter Fantasie vergessen, dass wir einen Mordfall lösen müssen. Heilige Urne an Pearls übergeben. Denkt aber daran, kein Streit, okay? Sie ist weg. Na dann los, Nick. Wir müssen endlich mit den Mordermittlungen beginnen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir, wie Maya schon gesagt hat, unseren Job ein bisschen zu gründlich gemacht. Wir haben ein Alibi nachgewiesen für unsere Mandanten, das ihn leider dann als Hauptverdächtigen in einem Mordfall zurücklässt. Ja, upsi. Wir gucken mal ganz kurz in die Gerichtsakte. Die Urne ist weg. Aber wir haben noch das Poster der Schatzausstellung. Ja. Wir gehen nochmal ein paar Sachen durch. Wir haben hier die Masks, Visitenkarte. Die soll ja eigentlich nur beweisen, dass wenn wir das Emblem irgendwo finden, dass diese Person auf jeden Fall entweder mit den Fällen das von The Mask zu tun hat oder selber The Mask ist. Spooky, spooky. Dann haben wir Army Face Goldstatue, die in der Mordnacht bewegt wurde und wo das Shichi Shito in ihrer Hand war. Dann haben wir die Kameradaten. Um 1 Uhr wurde ein Foto gemacht. Dann haben wir das Foto der Überwachungskamera. Da ist jemand im The Mask-Kostüm ohne Brosche. Diesen Bereich, der interessiert mich besonders doll, aber den gucken wir uns dann später nochmal an. Da haben wir das Shichi Shito. The Mask schlug Edme während des Verbrechens durch Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos. Ist verbogen. Dann haben wir den Erpresserbrief, der mit Füller geschrieben wurde. Stehen, glaube ich, keine Namen drin oder sowas. Aber mal sehen, was es damit auf sich hat. Da haben wir Rons Brieftasche, die um 1 Uhr in der Tat nach bei KB Security gefunden wurde. Die hat ja ziemlich dann sein Schicksal besiegelt. Genauso wie die Schlüsselkarte fürs Chefbüro, die um 1 Uhr benutzt wurde und in Rons Geldbörse gefunden wurde. Das sieht nicht so gut aus. Dann haben wir noch das Werbefoto von The Mask. Da haben wir das mit der Brosche erfahren. Und besagte Brosche wurde im Schatten von Army Face Statue gefunden. Sieht aus, als stammte sie von Kleidung. Tut mir leid, dass ich nochmal alles durchgehe. Ich muss mich selber nochmal ein bisschen auffrischen. Muss ich zugeben. Wir reden mal ganz kurz mit Maya. Was zu tun ist. Nun, was machen wir jetzt? Ist das nicht offensichtlich? Wir sollten losziehen und den Mordfall untersuchen. Tja, zunächst müssen wir herausfinden, wo sich KB Security befindet. Hey, lass uns Frau Delight fragen. Sie weiß das bestimmt. Außerdem möchte ich von ihr ein paar Dinge über Motorräder wissen. Motorräder, okay. Motorräder? Du überlegst doch nicht etwa, dir eins anzuschaffen. Ich bin nicht mehr die kleine Maya, die mit ihrem schäbigen Rad zufrieden ist, Nikki. Wenn wir schon mal dabei sind, Fragen zu stellen, Herr Delight wäre auch ein Kandidat. Okay, dann sehen wir eben in der Strafanstalt auch noch vorbei. Und was ist mit der heiligen Urne? Du bist sicher erleichtert, dass wir die heilige Urne zurückbekommen haben, hä? Auf jeden Fall. Aber irgendwie stimmt mit ihr was etwas nicht. Hm? Komm mir nicht mit... das ist doch ziemlich offensichtlich, oder? Sieh dir doch mal dieses Poster an. Dort steht auf der Urne eindeutig I am. Aber auf der Urne, die wir zurückbekommen haben, steht wie früher Army. Ach ja, du hast recht. Außerdem sind auf der Vase jetzt rosa Farbkleckse. Ich bin mir sicher, dass die vorher da nicht waren. Maya weiß es nicht, aber vor einem Jahr, als die Urne zu Bruch ging, wurde beim Reparieren aus dem Namen der mystischen Army plötzlich I am.
Und repariert hat die Urne die handwerklich talentfreie kleine Pearls. Aber dennoch, ich wüsste nicht, dass mir rosa Farbkleckse aufgefallen wären. Ist es möglich, dass diese Urne eine Fälschung ist? Ich bin mir sicher, dass Pearls das in Kurain herausfinden wird. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich mir das recht überlege, Maya war schon ziemlich lange nicht mehr zu Hause in Kurain. Dann fragen wir sie doch mal danach. Tja, es gehen wohl immer noch Leute nach Kurain, um ihr Training zu absolvieren, oder? Jupp, wenn du ein Medium werden willst, musst du dich hart im Training unterziehen. Warum hast du dann in letzter Zeit nicht trainiert, Maya? Nun, ich habe mir überlegt, in ein Beschwörungsdojo zu gehen, um genau das zu tun. Ein Beschwörungsdojo, hm? Das klingt ziemlich ernst, was auch immer es sein mag. Wenn man trainiert, muss man es ernst nehmen, sonst können echte Tragödien passieren. Belastet dich die Geschichte vom letzten Jahr immer noch? Jener Mord in ihrem Dorf. Er geschah durch Missbrauch der Macht der Beschwörung. Wenn ein Medium die Kurainer Technik anwendet, verliert es zeitweise den eigenen Willen. Wenn also ein besonders starker Geist herbeigerufen wird, kann dieser Besitz vom Medium ergreifen und es zu üblen Verbrechen zwingen. Schlimmer noch, in solchen Fällen kann sich das Medium an nichts erinnern. Jener Mord. Das war nicht deine Schuld, Maya. Das ist dir doch klar, oder? Ich glaube schon, aber ich bin wohl immer noch etwas mitgenommen davon. Das ist alles. Meisterin von Kurain zu werden, scheint eine schwere Verantwortung zu sein. Das ist es auf jeden Fall. Eigentlich Meister in allem zu werden, ist eine schwere Verantwortung. Aber besonders, wenn es um Menschenleben oder halt deren Abwesenheit geht. Wir gehen mal zuerst in die Strafanstalt. 13. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Ich habe ihn doch gefragt, ich bin's nicht. Tariqs jämmerliches Geheul, das langsam verhallt. Klingt so, als würden sie Herrn Deleit gerade verhören. Mann, und wir haben sowieso schon nicht genug Zeit. Tja, nun, ich denke, die Polizei wird auch schier verrückt, so wie wir. Gestern hielten sie ihn noch für einen Dieb, aber jetzt muss ein Mord geklärt werden. Da hast du wohl recht. Der Wachmann dort scheint auch etwas angespannt zu sein. Na schön, dann müssen wir eben später nochmal herkommen. Okay, dann lass uns einen anderen Ort unter die Lupe nehmen, Nick. Einen anderen Ort, okay, dann gehen wir zu dem Masks Versteck. 13. Oktober, dem Masks Versteck. Oh, Nicky, Maya. Frau Deleit. Ich wollte doch nur meinem geliebten Ronnie helfen. Ja, aber ich schätze, sie haben ihn am Ende eher geschadet. Lass sie doch, Nick. Ich glaube, sie weiß selbst, was sie falsch gemacht hat. Hey, Nicky. Bitte hilf Ronnie. Er ist kein Mörder, das schwöre ich. Mein Ronnie würde keiner Fliege was zuleide tun. Na gut, ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Wirklich? Im Ernst? Oh, ich bin ja so froh. Ich wusste, dass es genau das Richtige war, dich um Hilfe zu bitten. Ich weiß nicht, was ich sonst tun kann, um ihm zu helfen. Ich hätte nicht gedacht, dass Frau Deleit so eine weiche Seite hat. Wir reden mal mit der Dame. Hör gut zu, Nicky. Mein Ronnie würde niemals jemanden umbringen. So etwas würde er nie tun. Das glaube ich auch, Nick. Ja, aber du musst zugeben, dass er ein gewisses Temperament besitzt. Bitte stirb! Man kann sich vorstellen, wie in der Kragen platzen, der das ruft. Das würde er niemals tun. Nun, Frau Deleit, auch wenn er vielleicht kein Mörder ist. So läuft er immer noch rum und sagt allen, er sei ein Dieb. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nur in seiner Fantasie so ist. Frau Deleit, ich sage das nicht gern, aber sie sind es, die in einer Fantasiewelt lebt. Was? Wie kannst du so etwas zu mir sagen, Nicky? Ich weiß alles über meinen Ronnie. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ronnie ist kein Dieb. Er ist so ehrlich, er würde nicht mal heimlich ein Nickerchen wagen. Er weiß nicht mal, wie man stehlen schreibt. Dieb. Allein die Idee. Ich werde das wohl nie verstehen. Hä? Was verstehen? Ich verstehe nicht, wie sie so verschieden und doch so glücklich sein können. Ja, verschieden sind sie. Komm schon, Nicky. So mysteriös ist das doch gar nicht. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bei mir jedenfalls. Was? Bei Ihnen?
Aha, interessant. Da gehen wir direkt mal drauf ein. Es war wirklich lieb auf den ersten Blick, als wir Herrn Delight kennenlernten? Nun, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber Ronnie hat mein Leben gerettet. Ihr Leben gerettet? Eines Tages wurde ich auf der Arbeit von zwei Räubern überfallen. Ich bin nicht der Typ, der sich in die Ecke verkriecht. Ich habe mich gewehrt. Räuber? Ja, sie haben mich als Geisel genommen. Ich hatte ziemliche Angst. Sie hatten beide große Messer und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ja, in so einer Situation würde mir das ähnlich gehen. Oh, ich hab's! Herr Delight hat eingegriffen und sie gerettet. Ja, genau. Ich weiß noch, in seiner Wachuniform sah er so unverschämt gut aus. Er hat sich die beiden Räubern mit den Messern geschnappt und sie angeschrien. Schluss damit, hat er geschrien. Die Räuber wurden klare Kreide bleich. Dieses schrille Schreien wirkt überraschend stark auf andere Leute. Dann griff er die beiden Räuber mit schwingenden Armen an und schrie dabei. Ganz allein. Er kam, um mich zu retten. Ein Fremder, ganz allein. Er schrie und zitterte vor Angst, aber er hat sein Leben für mich riskiert. Wow, eine tolle Geschichte. Ja, man sieht es ihm zwar nicht an, aber wenn es darauf ankommt, ist er der Beste. Darum habe ich mich auch in ihn verliebt. Es ist so romantisch. Ich hätte mich auch verliebt. Nick, ich hoffe, du würdest dasselbe tun, wenn ich mal als Geisel genommen werde. Mit Maya kann es etwas schneller passieren, als mir lieb ist. Da hat er leider nicht ganz Unrecht. Wir fragen sie mal zu anderen Sachen. Ich hasse solche Leute über alles. Sie meinen den Meisterdetektiv? Nein, mit Meisterdetektiven habe ich keine Probleme. Oh, dann meinen sie Diebe. Nein, die sind auch okay. Ich hasse Diebe, die sich als Meisterdetektive ausgeben. Ich hasse nichts mehr als Feiglinge. Übrigens, was wollten Sie eigentlich in Detektiv Edmys Büro? Nun, während des Prozesses bin ich immer unruhiger geworden. Ich bin dorthin gegangen, um mehr über den wahren Verbrecher herauszufinden. Den wahren Verbrecher? Ja, mein Ronnie ist doch offensichtlich nicht Master Mask, richtig? Ja. Und Detektiv Edmy wusste mehr über Master Mask als jeder andere. Im Fernsehen wurde über ihn bei den großartigen Menschen der Stadt berichtet. Na gut, sie sind zu ihm gegangen, weil sie ihn ein paar Dinge fragen wollten? Genau, ich tue alles, um meinen Mann zu retten. Seine Sekretärin sagte, der Meisterdetektiv ist gerade nicht da. Aber ich bin einfach an ihr vorbei und in sein Versteck gegangen. Ich würde sein Büro nicht unbedingt Versteck nennen. Diese Tasche stand direkt auf dem Tisch. Oh ja, wir haben die Tasche gestern auch gesehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemand anderem ein Verbrechen anzuhängen. Was ist eigentlich mit KB Security? Frau Delight, kennen Sie KB Security? Sei doch nicht albern. Natürlich kenne ich den Laden. Mein Ronnie arbeitet dort. Sie glaubt also, dass er immer noch dort arbeitet, Auch richtig, wir haben es ja heute gehört. Kommen Sie schon. Sagen Sie bloß nichts, Sie hätten es nicht gewusst. Ron Delight ist ein ehemaliger Angestellter von KB Security. Er war professioneller Wachmann. Aber er hat gekündigt. Er arbeitet jetzt nicht mehr dort. Frau Delight scheint das nicht zu wissen. KB Security ist nur 20 Minuten von uns entfernt. Mit dem Motorrad jedenfalls. Larry hat gesagt, man fährt mit dem Auto 30 Minuten. Tja, wenn ich auf meiner Maschine sitze, dann fliege ich richtig durch die Straßen. Um so schnell bei KB Security zu sein, müsste sie tatsächlich fliegen. Ich könnte dich ja mal mitnehmen. Wie wär's mit jetzt gleich? Nein. Ich passe. Danke. Warum sagen Sie uns nicht einfach, wo die Firma ist? Dann gehen wir selbst dorthin. Was für ein Angsthase du bist, Nick. Frau Delight hat uns gesagt, wo KB Security ist. Okay, da sollten wir gleich mal vorbeischauen, Nick. Das machen wir doch mal direkt. Wir haben im Moment nichts, was wir zeigen können. Deswegen gehen wir mal zum Chefbüro. 13. Oktober, KB Security, Chefbüro. Hier hat sich die ganze Sache dann wohl zugetragen, Ganz schön dicke Wände, so wie man es von einem Chefbüro erwartet. Und was genau soll das mit dem Fall zu tun haben? Hey, ihr seid das.
Oh, Inspektor Gumshoe. Heute war nicht gerade dein Tag, hm? Allerdings, Junge. Dieser Staatsanwalt hat uns echt alt aussehen lassen. Ja, ich fühle mit euch. Wow, was ist denn mit Ihnen los? Ich hätte mehr sowas erwartet wie... Oh, das war Weltklasse. Geschieht dir recht, Junge. Hohohoho. Oder irgendwas in der Art. Höre ich mich wirklich so an, Kleiner? Echt, Gumshoe eben. Tja, also... Jedenfalls weiß ich, wenn jemand mit dem Herzen bei der Arbeit ist. Und ich fühle mit euch, wenn es mal nicht so läuft. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns Inspektoren läuft immer alles falsch. Wow, ich hätte nie gedacht, dass Gumshoe so ein netter Kerl ist. Maya, wie lange kennen wir den Mann jetzt schon? Der hat uns öfter das Leben gerettet und den Prozess gerettet, als ich überhaupt zählen kann. Der hat uns öfter geholfen als Edgeworth. Bitte. So, wenn diese Turtelei dann vorbei wäre, könnten wir mit den Ermittlungen anfangen. Wir reden mal mit ihm. Inspektor Gumshoe, erzählen Sie uns, was Sie über den Mord wissen. Okay, aber die Sache ist, ich habe nicht wirklich die Befugnis. Hey, kommen Sie. Wie war das noch? Mit dem Herzen bei der Arbeit sein? Die Dinge liegen im Moment ungünstig für uns und wir brauchen Hilfe. Okay, ich erzähle es, aber bitte fang nicht an zu weinen, okay, Kleiner? Okay, ich fange nicht an zu weinen, Junge. Der Name des Opfers lautet Kane Bullard. Wow, der sieht wirklich aus wie... Der sieht wirklich aus wie ein Chef. Er war der Chef von KB Security und ein echter Self-Made-Man. Seine Leiche wurde heute Morgen um 9 Uhr gefunden. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr in der Nacht des 12. Oktober geschätzt. Todesursache war ein Schädeltrauma, wohl durch ein Objekt im Raum verursacht. Es geschah also exakt zu der Zeit, als Mask DeMars die Urne gestohlen hat. Kanes Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Warum hat das fast einen ganzen Tag gedauert, bis die Leiche entdeckt wurde? Dafür gibt es eine gute Erklärung. Bullards Leiche wurde in dem Tresor verstaut. Tresor? Geräumig ist er ja. Niemand wusste, wo er war, und als der Tresor heute Morgen geöffnet wurde, fiel... Oh, die Leiche fiel heraus. Das weiße Band zeigt also die Umrisse der Leiche. Ich denke, wir benötigen immer noch mehr Informationen über Herrn Bullard... Billiard. Vielleicht fängst du damit an, seinen richtigen Namen zu lernen. Das ist wichtig. Detektiv Edmay. Also, was passierte mit Master Mask? Er ist in der Strafanstalt und schreit herum wie ein Irrer. Überprüft mich nochmal! Da schreit er ununterbrochen. Ach, nein, ich meine nicht ihn. Er ist sowieso nicht der echte Dieb, oder? Oh, du meinst diesen Detektiv Edmay? Oh, das war toll. Der Typ hat gekriegt, was er verdient. Das ist der Inspektor, wie ich ihn kenne und liebe. Überleg mal, immer wenn eine Visitenkarte auftauchte, war Edmay nicht weit. Aber wenn die Diebstähle stattfanden, verschwand er aber auf mysteriöse Art und Weise. Ich habe mich immer am Tatort versteckt. Ach klar. Das ist die blödeste Ausrede, die ich je gehört habe. Da war ja klar, dass er der Dieb ist. Das würde auch erklären, wie er die gestohlenen Gegenstände wieder beschaffen konnte. Ja, das alles nur getan, um als großer Detektiv dazustehen. Das ist alles. Aber da gibt es eine Sache bei seinem ersten Diebstahl, die ich nicht verstehe. Sein erster Diebstahl? Ja, die Träne von Emanon. Da gab es einen Zeugen. Einen Zeugen? Hier, ich habe den Zeitungsausschnitt aufbewahrt. Da der Dieb ja schon hinter Schloss und Riegel steckt, könnt ihr ihn haben. Hey, die Wache da. Haben wir den nicht schon mal irgendwo gesehen? Ist ziemlich klein, also recht schwer zu erkennen, aber jetzt, wo sie es sagt... Zeitungsausschnitt zur Gerichtsakte hinzugefügt. Guck ich mir gleich mal an. Erstmal zu Staatsanwalt Godot. Oh, dieser Staatsanwalt. Ich kann den Kerl wirklich nicht ausstehen. Wie er unseren eigenen Beweise verwendet hat, um Herrn Delight das alles anzutun. Ja, das wohl extra gemacht, weil er wusste, dass es so verletzender... war. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl. Wer ist dieser kaffeesüchtige maskierte Irre eigentlich? Staatsanwalt Godot? Ja, ist ein echtes Rätsel, hm? Die Sache ist die, Junge. Ich habe vorher noch nie was von dem Kerl gehört. Eines Tages taucht er einfach in der Staatsanwaltschaft auf. Aus dem Nichts. St-
stimmt, er sagte, das wäre sein erster Fall als Staatsanwalt. Und das stimmt auch, wenn man den Akten Glauben schenkt. Aber er ist kein Amateur, ein echt kalter Hund vor Gericht. Vor dem kriege ich eine Gänsehaut. Gänsehaut? Sie? Ja, ich wusste, dass irgendwas mit ihm los war, also habe ich mich mal umgehört. Oh, das war ziemlich laut, glaube ich. Niemand wollte mit mir reden, die haben mich einfach ignoriert. Armer Inspektor Gumshoe, ich wusste ja gar nicht, dass Sie so unbeliebt sind. Ach nein, das wollte ich damit nicht sagen. Dieser Godot verhält sich so, als würde er mich kennen und was gegen mich haben. Ich habe langsam das Gefühl, dass er irgendein dunkles Geheimnis verbirgt. Irgendein dunkles Geheimnis? Wer ist der Kerl? Wer könnte das sein? Wir gucken mal ganz kurz in die Gerichtsakte. Diesen Zeitungsausschnitt. Artikel über Mars de Masks ersten Raub. Für Details prüfen drücken. Das Juwel und der Dieb. Der kostbare Juwel von Trainerin Emanon. Unbezahlbar. Das ist ein Wachmann. Die sieht aber echt schön aus. Wow. Würde ich mir auch gern umhängen. So, und der Autopsiebericht. Todeszeit 12.10. um 1 Uhr. Ursache Gehirnblutung durch stumpfen Schlag auf den Kopf. Aua. Wir untersuchen den Tatort mal. Ich glaube, wir fangen mit dem Interessantesten mal an. Ich überleg mal, hier lag die ganze Nacht über eine Leiche. Ja, oh, da fällt mir ein, nach Fingerabdrücken brauchst du gar nicht zu fragen. Es gab keine. Irgendjemand hat den Tresor in der Tatnacht geöffnet, richtig? Ja, und? Naja, wenn Herrn Bullards Leiche hier versteckt war, dann heißt das, dass er entweder vom Mörder oder vom Opfer geöffnet wurde, oder? Ja, schätze schon. Oh, 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 oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Junge. Bereit? Okay. Legen Sie los. Das Baby hier zu öffnen ist nicht gerade einfach. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man so einen Tresor knackt, Junge. Okay, und? Alle, die in Frage kommen, haben ein wasserdichtes Alibi. Hab ich überprüft. Bis auf einen, und zwar... Ich traue mich fast nicht zu fragen. Der ehemalige Sicherheitschef, Ron DeLight. Was? Ron DeLight? Er war Sicherheitschef? Ron? Also wusste er, wie man den Tresor öffnet, hm? Ja, tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss, Junge. Das ist tatsächlich sehr schlecht für uns. Also entweder war es wirklich Kane Bullard, der den Tresor geöffnet hat, oder... Wir haben ganz schlechte Karten. Ist das ein anderer? Das Seil. Meinst du, das ist aus dem Tresor gefallen, als er geöffnet wurde? Das glaube ich kaum. Dann glaubst du? Ja, ich glaube, damit wird gezeigt, wo und wie die Leiche lag. Du meinst, das Opfer, es wurde von der Tür des Tresors zerquetscht? Das kann sie nicht ernst meinen. Oder doch? Ja, aber er meinte irgendwie, mit einem Gegenstand aus dem Büro wurde er totgeschlagen. Wow, guck dir mal das riesige Foto in dem Rahmen da an. Hohe Berge erheben sich majestätisch von vor einem dunklen und wolkenverhangenen Himmel. Da steht ein Titel am unteren Rand des Fotos. Der schönste Sonnenaufgang meines Lebens. Das hier? Sein schönster Sonnenaufgang? Entweder ist er nicht genug vor die Tür gekommen oder er hatte ein echtes Problem mit dem echtes Pech beim Wetter. Vielleicht hätte er ein paar schönere Tage miterlebt, wenn er länger gelebt hätte. Autsch. Das hat gesessen. Das muss der Schreibtisch vom Chef sein. Viel einfacher, als ich gedacht hätte. Hey, der Sessel sieht extrem bequem aus. Den muss ich ausprobieren. Nur ganz kurz. Ah, schön. Ich fühle mich schon fast wie ein Chef. Hey, du da, hol meine Tasse mit extra teurem Tee und ein paar Donuts. Beweg dich. Ah, das ist ein Leben. Weißt du, das Opfer saß in dem Sessel kurz bevor... kurz bevor es brutal ermordet wurde. Was ist das? Es ist ein Knopf. Es ist rot. Oh, da ist ein Knopf. Mal sehen. Piep, 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 piep. Hey, lass das! Nicht drücken! Das war lustig. Ich wusste gar nicht, dass Gumshoe so hoch springen kann. Was ist das für ein Knopf? Ein Notrufknopf. Genau wie es da steht. Ups, Sie haben recht. Da steht's. Entschuldigung.
Nick, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst zuerst die Anleitung lesen? Der Alarm ist direkt mit dem Wachraum im Keller verbunden. Damit ruft man die Wachen. Echt? Dann besteht die Möglichkeit, dass in der Tatnacht... Oh, als der Chef angegriffen wurde. Glauben Sie, er hat den Knopf gedrückt? Ja, die Möglichkeit habe ich in Erwägung gezogen. Ich habe mich also da unten mal umgehört. Aber sie behaupten, der Alarm sei in der Nacht nicht ausgelöst worden. Außerdem konnten wir auf dem Knopf keine Fingerabdrücke sicherstellen. Das Opfer, Herr Bullard, hatte übrigens keine Handschuhe an. Nur damit du es weißt. Entschuldigung. Ach. Heute habe ich wieder einen besonders rauen Hals. Fuck. Keine Handschuhe an, okay? Ich denke, wir sollten lieber mal mit der Wache über den Notrufknopf reden. Notrufknopf zu Gerichtsakte hinzugefügt. Es ist nicht interessant, dass ein Chef von einer Sicherheitsfirma so unbemerkt umgebracht werden kann in seinem eigenen Büro und in seinen eigenen Tresor gestopft wird. Sieh dir mal den riesigen Aktenordner da an. Überlass das mir das schwere Beheben, Nick. Aktenlesen ist nicht gerade schwere körperliche Arbeit, aber es geht auf die Augen. Ah. Was hast du herausgefunden, Nick? Diese Akte hat nicht das Geringste mit irgendwelchen Sicherheitskram zu tun. Die Akte ist einzig und allein über Master Mask. Lauter Infos über ihn. Was? Was für Infos? Unglaublich detaillierte Informationen über seine Arbeitsweise und die Tatorte. Hm? Hey Nick, guck mal auf die letzte Seite. Eine Liste, mal sehen. Träne von Emanon, $100,000. Das sieht wie eine Liste aller von Master Masks gestohlenen Schätze aus. Und die $100,000 sind der Wert des gestohlenen Gegenstands? Keine Ahnung, die Zahl hört sich für meinen Geschmack etwas niedrig an. Ich sollte besser eine Kopie der Liste machen, ohne dass es jemand mitbekommt. Kanes Liste zur Gerichtsakte hinzugefügt. Hat er das benutzt, um jemanden zu erpressen?